Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Es gibt tatsächlich mal gute Nachrichten im Kampf gegen das Coronavirus. Der neuen Variante Omikron zur Trotz. Zum Wochenbeginn konnten wir im Freistaat erstmal wieder leicht sinkende Infektionszahlen feststellen. Möglicherweise ist das auf unsere vor 2 Wochen entschlossenen, durchgeführten Schutzmaßnahmen gegen das tückische Virus zurückzuführen. Doch Kommunikationspannen im Bundesgesundheitsministerium und Abstimmungsprobleme mit den Ländern brachten auch Rückschläge. Dafür ist unter anderem der anstehende Regierungswechsel im Bund verantwortlich. Dort sind die einen noch nicht weg und die anderen noch nicht richtig da. Gerade deshalb muss die Politik jetzt an einen Strang ziehen, wenn die 4. Pandemiewelle endlich gebrochen werden soll. Ich bin froh, dass Bund-Länder-Gipfel und Ministerpräsidentenkonferenz diese Woche alles dran setzen, dass genau das zu erreichen. Nehmen wir den Verzicht auf Publikum im Profifußball. Das ist unser Erachtens ein vertretbares Opfer, denn volle Stadien und gleichzeitig vollkommen überlastete Krankenhäuser passen in einer solidarischen Gesellschaft nicht zusammen. Ich denke in dieser ersten Adventswoche ganz besonders an unser Pflegepersonal, das die Folgen der Corona-Management bewältigen muss. Ich denke aber auch an unsere Schausteller. Sie wurden von der Schließung der Christkindlmärkte finanziell schwer getroffen. Oder an die Millionen Schülerinnen und Schüler, die sich mit bemerkenswerter Geduld an Maskengebot und AHA-Regeln halten. Wie könnten wir ihnen all das vermitteln, dass es gleichzeitig erlaubt sein soll, mit 50.000 Menschen im Stadion ohne Mund-Nasen-Schutz Fußball zu schauen? Deshalb gilt es nun, das Richtige zu tun. Wir erwarten von alter und neuer Bundesregierung, dass sie ausreichend Impfstoff liefert. Es darf nicht sein, dass Menschen in bis zu 500 Meter langen Schlangen stundenlang bei Wind und Wetter auf eine Impfung warten müssen. Und wir Freien Wähler erwarten von der Ampel eine realistische Gesetzgebung, die die epidemische Lage bundesweit einheitlich bekämpft, und zwar über den 15. Dezember hinaus. Übrigens, es gibt noch eine gute Nachricht in dieser Woche. Die bayerische Verfassung ist 75 Jahre jung geworden. Das bedeutet 75 Jahre Demokratie, Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in Bayern. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Die Mütter und Väter dieses bayerischen Grundgesetzes hatten am 1. Dezember 1946 die richtigen Antworten auf den Terror der Nationalsozialisten gefunden. Sie standen noch immer unter dem Eindruck einer 12-jährigen Gewaltherrschaft, die an Brutalität alles in den Schatten gestellt hatte, was Menschen zuvor je erdulden mussten. Auch sie erlebten eine schwere Zeit. Erweisen wir uns ihrer würdig und stehen wir zusammen, um diese schlimmste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gemeinsam zu meistern. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.